Die Leute brauchen es, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. Wann sind die Menschen so verdammt bescheuert geworden? All das hier muss ein Ende finden. Und das Schlimmste ist, mir fällt gerade auf, dass dieser Kaffee scheiße schmeckt. Der schmeckt nach verbranntem Arschloch. Was heißt da charakteristische Röstung? Wer hat so einen scheiß Charakter? Okay, Alter. Mein Vorgeplänkel, seit jeher ein Coin-Sample. Der Soundtrack für die Midsommersonnenwende. Darauf erschaffe ich epische Mordsequenzen in biochemischer Formvollendung. Mein Vibe besteht aus visionären Endzeitschwingungen. Twist wie Legionellen im Quell des Trinkbrunnens. Meine Stimme klingt nicht nur nach Armageddon dank des nuklearen Brennstabs im Gurkenwasserspender. Ich folge nur meiner Unterweltagenda. Befeuer mit bunten Brenner, krude Kunst im Reagenzglas. Lass ich sie heraus, stirb mir die Bundeswehr den Keller und finde die Fledermaus auf dem Burgunder. Farbenen Teller. Plus den Tunnelzugang zum Bunker von Umbrella, kurz bevor die Gasventile einen Lungenkampfstoff spreaden. No Lives Matter ist die Headline meiner Hetzkampagne. Ich tagge Sense ins Bernsteinzimmer per Presslufthammer. Der Tag begann mit einem Rauchmelder-Signal. Jetzt sind alle Wüsten grün, aber die Auenwälder schwarz. Und ich im Schatten dieses aufgehenden Stars. Gefällt für jeden was von meiner radioaktiven Außenwirkung hat. Und sicher dreh ich mich herum, wenn alles hier explodiert. Unter der Sedimentation des Fallouts mit Regenschirr. Menschen rennen nur agonisch. Ich sitz mit Sonnenbrille und Popcorn-Tüte auf dem Campingstuhl vor dem Atompilz. Ich bin ein Super-GAU. Seit deiner Corona-App da Bluetooth-AU. Ich bin die Immuninsuffizienz im Hurenhaus. Und mitten in der Nacht bricht der Doomsday aus. Ich spiel hier nicht nach einheitlichen Regeln und trage voller Stolz dein Heinz-Zeichen am Schädel. Ihr bekommt die volle Freizeit des Lebens, sobald euch das Heiß-Zeitliche segnet. Achtung, Achtung, jetzt ist Pro-Ripper-da. Achtung, Achtung, dies ist kein Probealarm. Aber nachdem die Erde durchseucht ist, ist es letztlich wie immer. Sie gebärt etwas Neues. Ich sehe überall Entgleisungen von menschlichen Zügen. Als Cosplayte sie Silent Hill und Resident Evil. Und ich genieße es, denn ich folge keiner Charity-Fiebel und spende weder Hoffnung noch Geld oder Nieren. Willkommen in der Postapokalypse-Szenerie meiner Frontalkortex-induzierten Psychodystopie. Das hier ist keine Offenbarung unter Pyramidensiegeln. Ich präsentiere mich als postmoderner Friedrich Wilhelm Nietzsche. Schieb ich nukleare Winterdepressionen, wachsen in mir Narzisstentriebe und die ersten Frühjahresgefühle. In mir sprießt ein unsympathisches Übel und es zeigt Mutter Natur gegenüber krankhaft misogyne Züge. Auch wenn du deiner Meinung nach so übertalentiert bist, schütze meine reißerische Art die Überfliegerflügel. Bei mir kannst du allenfalls als Freelancer verdienen. Schneide ich mir ne Scheibe ab von dir für Kühlkammervitrinen. Schöne neue Welt, ich halte sie alttestamentarisch und mach aus diesem Wunderland ein kaltes, karges Babel. Leg den Turm zum Paradies metaphorisch in Trümmern, dass es übergreifend alle Generationen erschüttert. Ich bin ein Super-GAU. Seit deiner Corona-App da Bluetooth-AU. Ich bin die Immuninsuffizienz im Hurenhaus. Und mitten in der Nacht bricht der Doomsday aus. Ich spiel hier nicht nach einheitlichen Regeln und trage voller Stolz da ein Zeichen am Schädel. Ihr bekommt die volle Reizseite des Lebens, sobald euch das Heißzeitliche segnet. Ich bin ein Super-GAU. Seit deiner Corona-App da Bluetooth-AU. Ich bin die Immuninsuffizienz im Hurenhaus. Nicht beschönigen. Die Menschheit steht unmittelbar vor ihrer Vernichtung. Dass ich hier bin, ist von immenser Wichtigkeit für das Fortbestehen zivilisierten Lebens auf der Erde.